bin Katharina Menz, 31 Jahre alt. Mein Name ist Jelo Kramer, ich bin 26 Jahre alt. Hi, mein Name ist Johanna Göring, ich bin 17 Jahre alt. Mein Name ist Emily Petz, ich bin 19 Jahre alt. Mein Name ist Janis Fischer, ich bin 20 Jahre alt. Mein Name ist Jonathan Vetter, ich bin 21 Jahre alt. Ich heiße Alina Beck, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Nina Novisi, 18 Jahre alt. Mein Name ist Philipp Schaub. Ich bin 24 Jahre alt. Große Ziel natürlich Paris 2024. Natürlich eine olympische Medaille, am besten schon 2024. Mein größtes Ziel ist, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Natürlich ist mein größtes Ziel die Olympischen Spiele in Paris 2024. Die Paralympischen Spiele in Paris, und da ist mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen. Meine Ziele für die nächsten Jahre sind zum einen, dass ich bei den nächsten Weltmeisterschaften einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele hole und dann hoffentlich auch dabei bin. Meine größten Erfolge, die ich mal noch einfahren möchte, sind ein Weltcupsieg und eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Wir als Sportregion sind ja kein Verband, kein Sportverband. Deswegen bewerten wir das sicherlich nochmal ein bisschen anders. Nicht nur aus sportlichen Erwägungen, sondern für uns geht es wirklich darum, Erfolg daran zu messen, dass wir eine gemeinsame Wahrnehmbarkeit zwischen Sportlerinnen und Sportlern und uns als Sportregion erreichen. Sportlerinnen begleiten können auf dem Weg vor Wettkämpfen, zu Wettkämpfen und damit auch der Bevölkerung ein Bild geben können, wie ist eigentlich so ein Qualifikationsweg, wie ist so ein Weg in eine Sportkarriere, um dann auch bei großen Sportwettkämpfen landen zu können. Deswegen ist für uns der Erfolg tatsächlich nicht in Medaillen oder Platzierungen gemessen, sondern tatsächlich in der Wahrnehmbarkeit, in der Nachverfolgbarkeit des Weges, den junge Sportlerinnen und Sportler gehen. Einerseits wollen wir natürlich auch mit den Patenschaften den Blick in die Region werfen und die Vielfältigkeit im Sport in der Region, auch welche Sportarten tatsächlich vertreten sind, und dann aber auch Erfahrungen und die Jugend entsprechend zu mischen, dass es tatsächlich Sportlerinnen und Sportler gibt, die jetzt anstehen für die aktuellen Wettkämpfe, aber manche, die dann eben den Blick auf die Olympischen Spiele in 4 Jahren haben. Wenn die Leute ein bestimmtes Niveau haben, werden sie von der Deutschen Sporthilfe finanziell unterstützt. Aber die, die da noch nicht ganz so weit sind, die und eine Zukunftsperspektive haben, die wollten wir und müssen wir auch unterstützen, damit die bei der Stange bleiben. Nicht nur die olympischen Sportler, sondern auch die paralympischen Sportler werden gefördert. Und wir sind der Sportregion sehr, sehr dankbar für dieses tolle langjährige Engagement und freuen uns, dass wir heute gleich 12 weitere Verträge für das Team Paris unterzeichnen können. Die Vorschläge macht der Olympiastützpunkt und immer natürlich ein bisschen auch zugeschnitten auf den jeweiligen Partner. Da gibt es manchmal auch regionale Kriterien, die noch eine Rolle mitspielen. Also insofern, das sind vielfältige Kriterien. Wichtig ist aber immer, dass es eine Zielvereinbarung gibt. Das heißt, das Geld kommt nicht einfach so, sondern da müssen auch auf dem Weg zur Olympia hin bestimmte Ziele erreicht werden und dann wird quasi anteilig das Geld ausbezahlt. So wichtig für uns Sportler, dass wir wissen, so, das wird wertgeschätzt und dass wir wissen, wofür wir das machen, wofür wir so viel Gas geben und dass sich das auch lohnt für uns, wenn so viele Leute, das einfach auch ein Geschenk, wenn auch viele Menschen drumherum einfach sich freuen für die Ergebnisse und das dann auch zu schätzen wissen. Wir haben Nachwuchssportler, die gefördert werden, aber auch Sportler, die vielleicht schon bei größeren Events wie bei den Spielen schon mit dabei waren, aber trotzdem manchmal auch eine Förderung einfach benötigen, weil Qualifikationsturniere im Ausland auch teilweise einfach nicht komplett übernommen werden können und dann auch einfach Geld kosten. Und da ist natürlich der Weg dann zu den Olympischen Spielen manchmal sehr steinig und sehr lang. Und da sind wir natürlich auf Förderer angewiesen, unter anderem eben auch die Sportregion, die sogar nochmal aufgestockt hat und jetzt mittlerweile 12 unserer Talente mittlerweile fördert.
Ja, mein ganzes Leben dreht sich eigentlich um diese Olympischen Spiele. Und das heute nochmal durch so ein kleines Goodie unter Mauer zu bekommen, ist einfach ein gutes Gefühl und spornt einfach nochmal mehr an, um im Training wirklich alles zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. Als eine Vereinskollegin es zu Olympia geschafft habe, da habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich es auch gern wollte. Von daher natürlich ein riesengroßer Traum in Erfüllung gegangen. Und ja, das Ganze mit einer Medaille zu krönen, war natürlich das i-Tüpfelchen. Gerade auch in der Mannschaft, wir verstehen uns alle super gut. Also es war ja einfach wunderschön. Eigentlich hatte ich geplant, nach Tokio aufzuhören, habe dann aber überlegt, im Einzel wäre es schon auch schön, noch eine Medaille zu holen und dann überlegt, dass ich doch noch mal bis Paris machen möchte. Also ich denke, dass es bei jedem eigentlich so ist, dass er sein Bestes gibt und dann hofft natürlich irgendwann zu Olympia zu kommen. Ich denke, das ist bei den meisten so, dass die irgendein Ziel vor Augen haben und das Höchste natürlich dann Olympia ist. Also das mit dem Lieblingsgerät, das ist eine schwere Frage, weil mir macht tatsächlich eigentlich alles Spaß. So, ich würde sagen, dass meine Stärken jetzt am Boden und am Pauschenpferd liegen. Und was mir nicht so liegt, ist Ringe und das trainiere ich jetzt auch nicht so gern. Aber muss man durch. Also ich finde, dass Diskus auf jeden Fall ein gutes Gegengewicht also zu Kugel ist, da das also beides Drehtechniken sind und man eigentlich das ziemlich ähnlich ist und ich dann nicht jeden Tag ins Training komme und dann nur Kugelstoß, sondern auch mal zur Abwechslung Diskus mache. Also hilft mir auf jeden Fall, würde ich sagen. Realistisch gesehen bin ich an der Spitze näher dran mit dem Kugelstoßen. Also im Diskus fehlen mir dann noch ein paar Meter zu den Top-Athleten, da ich das jetzt auch nicht so lang mache wie Kugelstoßen. Deshalb ist natürlich realistischer, dass ich dann im Kugel starte. Aber man weiß ja nie, was passiert die nächsten Jahre. Also 2024 wäre natürlich ein Traum, aber wenn man jetzt mal die Spitze anschaut mit Sarah Gambetta, Katharina Maisch, da bleibt dann nicht so viel Platz für noch eine, die dann erst 17 Meter stößt, da die Normen ja auch so hoch sind. Aber es wäre natürlich ein Traum, aber realistischer ist dann eher das Olympia danach in Los Angeles 2028. Aber ich trainiere natürlich auf beides hin und mal sehen, was klappt auf jeden Fall. Ich sag mal, die Standardantwort ist immer die Faszination an der Präzision. Es ist einfach was Exotisches, was nicht jeder macht. Und ja, es liegt mir einfach so. Also zum einen war ich gut, was das natürlich begünstigt, aber es ist auch einfach ja, die Freude am Tun, auch immer wieder dasselbe Tun. Es wird zwar manchmal monoton, aber es scheint immer wieder dasselbe, aber es ist auch oftmals einfach was anderes. Und das Detail, das wo fehlt, das fasziniert oftmals. Auf jeden Fall. Also wir geben dieses Jahr erstmal alles, dass wir 3 Quotenplätze bekommen. Und dann sind wir aktuell im Team 9 Herren. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir 3 Herren schicken, dann ist die Chance natürlich recht gut. Aus 9 Herren bin ich einer davon, einer von den 3 dann hoffentlich zu werden. Ich gebe mir Mühe. Ja klar, und ich habe es ja auch eigentlich schon in Tokio gemerkt, dass ich da oben
dran bin, dass ich da Möglichkeiten habe, auch bei den Paralympics die Medaillen zu holen. Ich bin zweimal so knapp gescheitert, einmal zu 13, einmal zu 14. Und es war einfach die Erfahrung, die mir halt gefehlt hat, dieses Selbstbewusstsein, dass ich weiß, okay, jetzt führe ich, jetzt mache ich diesen letzten Treffer, jetzt gewinne ich das Ding. Und jetzt bin ich einfach so drin, so erfahren. Jetzt läuft es auch in der Qualifikation so souverän, dass ich mir keine Sorgen machen muss um die Qualifikation. Und dann ist voller Konzentration auf die Gegner, die ich dort haben werde, und dass ich dort dann wirklich die Medaillen angreifen kann. Das ist so das große Ziel. Und das soll in Paris dann endlich in Erfüllung gehen dann, ja. Studium und Sport nebenher, dann ist man so oft auf Turnieren unterwegs. Man hat keine Zeit, noch zu arbeiten oder sich Geld zu verdienen. Ohne Unterstützung geht es halt nicht, weil ich muss halt auch von A nach B kommen zu allen Wettkämpfen. Ich muss Trainingsausrüstung kaufen. Ich muss Wohnungen und Essen und keine Ahnung, alles Mögliche bezahlen. Und ja, das geht halt auch nur durch Unterstützung, durch so gute Partner, die man hat, durch Sporthilfe, durch Team Paris 2024. So, das ist halt, ja, unglaublich wichtig, und da bin ich auch sehr dankbar für, dass es so gut funktioniert.